In diesem Video möchte ich dir das chemische Gleichgewicht erklären und wie man es mit dem Prinzip von Le Chatelier beeinflussen kann. Und wir schauen uns das an der ganz wichtigen Reaktion von Wasserstoff und Stickstoff zu Ammoniak an. Und dafür stellen wir uns einfach mal vor, wir haben ein Reaktionsgefäß, in dem Wasserstoff und Stickstoff enthalten sind. Diese Moleküle kennzeichne ich jetzt hier nur mit Kugeln, blaue für Wasserstoff, grüne für Stickstoff. Aber wie die Formeln zeigen, H2 und N2, sind diese Moleküle eigentlich aus zwei Atomen aufgebaut. Unsere Reaktionsgleichung sagt jetzt, wenn wir drei Wasserstoffmoleküle und ein Stickstoffmolekül haben, dann können die zu zwei Molekülen Ammoniak reagieren. Das passiert nicht unter normalen Bedingungen, da muss man einen Katalysator verwenden, damit diese Reaktion überhaupt schnell genug abläuft und man muss auch die richtigen Reaktionsbedingungen wählen, aber dazu später mehr. Wir wollen uns das jetzt folgendermaßen überlegen: Wenn wir darstellen wollen, dass drei Wasserstoffmoleküle und ein Stickstoffmolekül reagieren, dann lassen wir eben diese Moleküle kollidieren und danach sind dann zwei Ammoniakmoleküle da, die dann eben durch einen roten Punkt dargestellt werden. So, jetzt ist es aber bei chemischen Reaktionen meistens so, dass nicht nur die eine Richtung funktioniert, sondern auch die andere Richtung. Das heißt, es ist auch möglich, dass zwei Ammoniakmoleküle in drei Wasserstoffmoleküle und ein Stickstoffmolekül zerfallen. Diese beiden Reaktionen passieren gleichzeitig und das stellen wir eben dadurch dar, dass wir auch zwei Ammoniakmoleküle miteinander kollidieren lassen können und danach dann drei Wasserstoffmoleküle und ein Stickstoffmolekül entstehen. Und wie gesagt, das passiert nahezu gleichzeitig und deshalb malt man diese Pfeile eben beide oben in der Reaktionsgleichung hin. So, welche Reaktion jetzt gerade im Moment häufiger abläuft, hängt ja auch davon ab, wie viel von den jeweiligen Stoffen da sind. Im Moment zum Beispiel bei uns sind viel mehr Wasserstoff- und Stickstoffmoleküle da und noch weniger Ammoniakmoleküle. Das heißt, es passiert häufiger, dass die Wasserstoffmoleküle und die Stickstoffmoleküle miteinander reagieren und eher seltener, dass die Ammoniakmoleküle miteinander reagieren. Jetzt haben wir die umgekehrte Situation. Jetzt haben wir relativ viele Ammoniakmoleküle. Deshalb passiert es hier, dass einfach mehr Ammoniakmoleküle wieder zurückreagieren und nicht so viele Wasserstoff- und Stickstoffmoleküle miteinander reagieren. Diese Hin- und Rückreaktion, die pendeln sich mit der Zeit ein und irgendwann ist es dann soweit, dass genauso viele Moleküle vom Ammoniak zerfallen, wie auch neu entstehen. Und dann spricht man davon, dass das System im Gleichgewicht gelandet ist. Ja, also siehst du jetzt hier, in jedem Schritt reagieren vier Ammoniakmoleküle miteinander und aber auch entsprechend werden vier neue Ammoniakmoleküle gebildet. Und das können wir von außen jetzt nicht mehr sehen. Also wir sehen nur noch, dass eigentlich nichts mehr passiert, weil die Konzentration an allen beteiligten Stoffen gleich groß bleibt. Wichtig aber, dass du dir merkst, dieses chemische Gleichgewicht ist ein dynamisches Gleichgewicht. Weil, obwohl man jetzt keine Veränderung der Konzentrationen mehr sieht, findet die Reaktion immer noch statt. Allerdings wollen wir Ammoniak herstellen mit dieser Reaktion. Und es ist jetzt etwas ungünstig, dass so viel von unseren Edukten, also Wasserstoff und Stickstoff, gar nicht weiter reagieren, weil sie quasi wieder neu entstehen während der Reaktion. Und um solche chemischen Gleichgewichte beeinflussen zu können, dafür haben wir das Prinzip von Le Chatelier. Dieses Prinzip sagt: Übt man auf ein chemisches System im Gleichgewicht einen Zwang aus, ändert sich das Gleichgewicht so, dass die Wirkung des Zwanges minimal wird. Das heißt, das chemische Gleichgewicht reagiert auf äußere Zwänge. Was für Zwänge haben wir da zur Option? Wir haben die Temperatur, die wir ändern können, den Druck und aber auch die Stoffmengenkonzentration. Und wie diese Zwänge genau wirken, das schauen wir uns jetzt kurz an. Und wir fangen mit der Temperatur an. Dafür muss man sich überlegen, dass bei jedem chemischen Gleichgewicht eine der Reaktionen exotherm ist und die andere endotherm. Hier in diesem Fall ist die Bildung von Ammoniak exotherm, der Zerfall von Ammoniak endotherm. Was passiert jetzt, wenn wir die Temperatur erhöhen? Also wir gehen davon aus, wir sind im Gleichgewicht, das heißt im Moment bilden sich genauso viele Ammoniakmoleküle pro Zeitschritt wie zerfallen. Dann gehen wir her und erhöhen die Temperatur. Was macht das? Das System reagiert, weil jetzt gibt es mehr Energie. Ja, Temperatur ist ja mehr Bewegungsenergie für die Moleküle. Und in dem Fall würde die endotherme Reaktion häufiger stattfinden, weil jetzt genügend Energie da ist, um diese endotherme Reaktion zu befeuern. Die exotherme würde sich dementsprechend eher zurücknehmen im Vergleich. Das heißt, es würden mehr Ammoniakmoleküle jetzt erstmal zerfallen, als neu gebildet werden. Und dann schiebt sich das Gleichgewicht eher rüber auf die Eduktseite, also auf die Seite von Wasserstoff und Stickstoff.
Das ist aber nicht, was wir wollen. Deshalb würden wir für die Ammoniaksynthese eben die Temperatur erniedrigen, weil dann wird die exotherme Reaktion bevorzugt von dem System. Der einfache Grund ist, für die endotherme Reaktion braucht es Energie. Wenn die Temperatur aber erniedrigt wird im Vergleich dazu, dann kommt es seltener dazu, dass genügend Energie für die endotherme Reaktion da ist. Die exotherme Reaktion kann aber meistens trotzdem weiterlaufen, das heißt, die wird bevorzugt, also findet häufiger statt. Man darf natürlich nicht die Temperatur so weit sinken, dass die Aktivierungsenergie für die exotherme Reaktion auch nicht überwunden werden kann, weil dann reagiert gar nichts mehr. Aber man merkt sich, Erhöhung der Temperatur bevorzugt die endotherme Reaktionsrichtung, erniedrigende Temperatur bevorzugt die exotherme Reaktionsrichtung. Was passiert jetzt, wenn wir an dem Druck des Systems spielen? Also wenn wir zum Beispiel den Druck erhöhen oder erniedrigen. Dafür muss man sich überlegen, wie viele Teilchen im gasförmigen Zustand auf der jeweiligen Reaktionsgleichungsseite stehen. Und weil bei uns alle Stoffe gasförmig sind, haben wir eben hier drei Wasserstoffmoleküle, hier ein Stickstoffmolekül und auf der rechten Seite zwei Ammoniakmoleküle. Warum ist es wichtig? Teilchen im Gaszustand brauchen ähnlich viel Platz, egal wie groß sie selber sind. Aber wenn wir im gasförmigen Zustand sind, dann haben die Teilchen sehr viel Platz zwischeneinander. Und dieser Platz muss erstmal da sein. Und deshalb passiert Folgendes: Wenn wir den Druck erhöhen, dann wird die Seite bevorzugt von unserem chemischen Gleichgewicht, bei der weniger Teilchen im gasförmigen Zustand sind. Das heißt, bei uns wird die Seite bevorzugt, wo der Ammoniak ist, weil da haben wir ja nur zwei Teilchen, während wir links vier Teilchen haben. Und genau umgekehrt, wenn ich den Druck erniedrige, dann wird die Seite bevorzugt, wo eben mehr Teilchen da sind. Einfach, weil wenn weniger Druck da ist, dann bedeutet es auch sozusagen mehr Platz für die Teilchen. So sieht das Ganze also aus, wenn ich das chemische Gleichgewicht mit dem Druck einstelle. Und jetzt sehen wir, wir hätten jetzt für unsere Ammoniaksynthese einen höheren Druck gewählt. Also niedrige Temperatur und hohen Druck, wobei die Temperatur nicht zu niedrig sein darf, weil die Aktivierungsenergie immer noch für die Ammoniakbildung da sein muss. Jetzt gibt es noch einen dritten Trick, wie man dieses chemische Gleichgewicht verändern kann. Und das ist die Stoffmengenkonzentration. Dafür schauen wir uns unser Bildchen von vorher nochmal an und überlegen uns, was passiert denn, wenn ich die Stoffmengenkonzentration von einem Stoff erniedrige. Zum Beispiel vom Ammoniak, indem ich den einfach aus dem Gefäß entferne. Dann können die Ammoniakmoleküle ja nicht mehr zerfallen. Also in dem Fall, wenn ich sie aus dem System nehme und runterkühle, sodass die Rückreaktion nicht mehr stattfinden kann, dann können hier keine Ammoniakmoleküle mehr zerfallen und das System reagiert darauf und bildet diese Ammoniakmoleküle nach, also bildet neue Ammoniakmoleküle und es stellt sich ein neues Gleichgewicht ein. Das heißt, wenn ich einen Stoff aus dem chemischen Gleichgewicht rausnehme, dann reagiert das System, indem es diesen Stoff nachbildet. Wenn ich dagegen die Stoffmengenkonzentration von einem Stoff erhöhe, also zum Beispiel mehr Wasserstoff jetzt hinzufüge, dann reagiert das System, indem es diesen Stoff mehr verbraucht, also umsetzt. Das heißt, das chemische Gleichgewicht verschiebt sich dann mehr auf die Seite, wo nicht dieser Stoff da ist. Wenn du jetzt noch weitere Videos zum Thema Kinetik und chemisches Gleichgewicht suchst, dann habe ich dir hier meine Playlist zu Kinetik und chemischem Gleichgewicht verlinkt.